Servus meine lieben Sportsfreunde und willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Marcel Reiter, ich bin lizenzierter Fitnesscoach und heute werde ich euch ein Tutorial geben, wie ihr Klimmzüge schaffen könnt, wie es viel schneller geht, dass ihr Klimmzüge schafft oder mehr Klimmzüge schafft. Vielleicht schafft ihr ja schon 1, 2, 3, aber mit diesem Tutorial werdet ihr auf jeden Fall mehr Klimmzüge in kurzer Zeit schaffen. Und falls ihr euch jetzt fragt, wieso der Typ jetzt schon wieder das gleiche Tanktop anhat, dann kann ich euch beruhigen, ich mache jetzt das zweite Video gleich im Anschluss. Also hier, das ist das Klimmzug-Video, das vorherige Video war das Bizeps-Workout-Video. Also keine Angst, ja, ich gehe mich auch duschen, ich wechsle auch die Kleidung. Aber ich habe mir gedacht, ich bin gerade so im Flow, ich mache jetzt gleich das zweite Video auch noch. So, bevor ich jetzt gleich mit den ganzen Übungen, was ich euch zeige, damit ihr bessere Klimmzüge machen könnt, starten werde, will ich ein bisschen auf die Anatomie eingehen. Welche Muskeln arbeiten eigentlich bei so einem Klimmzug? Viele Leute sagen, ja, der Lat, das ist der einzige Muskel, der was da arbeitet, aber Pustekuchen, ja. Viele mehr Muskeln arbeiten bei einem Klimmzug. Bei einem Klimmzug arbeiten so ziemlich fast alle Muskeln des Oberkörpers, kann man sagen. Denn man muss auch stabilisieren, man muss den Körper anspannen. Es arbeitet also die Unterarmmuskulatur mit, die generell der Bizeps sowieso, die Oberarmmuskulatur im Generellen, die Schulter, der Trapez hinten, der Nacken. Der Lat natürlich, wie wir schon wissen, der hat auch eine Aufgabe, aber nicht mal so eine große. Dann natürlich die Bauchmuskeln, die was den ganzen Körper stabilisieren müssen. Natürlich die Beine sind meistens auch schon angespannt. Also wir sehen schon, beim Klimmzug ist viel mehr gefragt als wie beim Latzug. Deswegen gibt es auch Leute, die was weiß ich nicht, 100 Kilo Latzug machen, aber keinen einzigen Klimmzug schaffen. Da beim Klimmzug viel mehr kleinere Muskeln arbeiten müssen als wie bei einem Latzug. So, aber wie schafft man jetzt einen Klimmzug? Und ich kann euch gleich von vorne weg sagen, einen Klimmzug schafft man, indem dass man einen Klimmzug macht, ja. Learning by doing gilt beim Klimmzug. Ihr könnt jetzt nicht, wie ich schon gesagt habe, Latzug könnt ihr bis 100 Kilo ballern und dann werdet ihr trotzdem noch keinen Klimmzug schaffen, weil man den einfach nicht mit anderen Übungen trainieren kann. Aber ich kann euch jetzt zeigen, wie man leicht einsteigen kann und wie man dann immer mehr steigern kann beim Latzug. Starten wir zu den Übungen. Ihr braucht einen Stuhl oder einen Hocker am besten, je nachdem. Wird wahrscheinlich jeder zu Hause haben oder auch ein Gym hat meistens irgendwelche Erhöhungen. Falls ihr jetzt keine Klimmzugstange zu Hause habt, so wie ich, dann macht es an der Tür. An der Tür geht es genauso, macht einfach genau das gleiche, oben am Türrahmen, gebt euch da vielleicht ein Handtuch rauf, dann tut es nicht so weh bei den Händen. Und dann macht einfach das gleiche, was ich jetzt hier an der Klimmzugstange mache. Von vorne weg, der Griff beim Klimmzug sollte circa schulterbreit sein. Ihr könnt ein bisschen breiter wie schulterbreit greifen. Je enger ihr greift, desto mehr ist dann die Unterarmmuskulatur und wenn ihr im Untergriff greift, natürlich der Bizeps mit drin. Und je breiter ihr greift, desto mehr muss dann der Rücken arbeiten. Aber da wird es dann schon richtig schwierig. Also ich würde euch empfehlen, schulterbreit zu starten, vielleicht ein bisschen breiter wie schulterbreit, aber nicht unbedingt viel breiter. Das erste, was ihr macht, ist, ihr stellt euch auf einen Stuhl rauf, hebt euch bei der Stange fest und dann könnt ihr euch ein bisschen vom Stuhl abstoßen, nach oben. Das zeige ich euch jetzt im Video. Also, ich zeige es euch. Ihr könnt euch jetzt hier, natürlich, ich bin jetzt da schon fast, obwohl ich klein bin, bin ich da fast schon ein bisschen zu groß. Aber, wie gesagt, wir greifen ein bisschen breiter, wie schulterbreit. Und dann könnt ihr zack nach oben springen und versuchen zu halten und dann langsam nach unten zu gehen. Eine sogenannte negative Bewegung zu machen. Grundsätzlich würde ich euch auf jeden Fall vor den Klimmzügen empfehlen, aufzuwärmen, damit ihr euch nicht verletzt. Also nochmal nach oben springen und dann halten und langsam runter. So, wer diese negative Bewegung schon ganz gut kann, dem würde ich empfehlen, sich so ein Band zuzulegen. Das ist ein sogenanntes Theraband. Blödsinn, das ist kein Theraband. Ich weiß jetzt leider den Namen von diesen Bändern nicht. Ich verlinke euch so ein Band in der Videobeschreibung. Holt euch so eins. Die sind richtig gut. Ihr haut die einfach so drüber, über die Klimmzugstange. Und jetzt könnt ihr hier mit einem Fuß und wenn ihr besser seid, mit einem Knie reingehen. Ich zeige euch das jetzt mal vor mit einem Fuß. Steige ein bisschen rauf, dass ich mir nicht zu schwer tue. Geht dann mit dem Fuß rein und jetzt merkt ihr schon von unten, hilft das jetzt ein bisschen nach. Jetzt könnt ihr schon viel leichter die Übung ausführen.
Bei der konzentrischen Bewegung, sprich bei der Bewegung, die ihr nach oben macht, atmet ihr aus und dann langsam zurück und einatmen. Da würde ich empfehlen zwischen 8 und 15 Wiederholungen. Wenn ihr über 15 Wiederholungen kommt, ist es zu leicht. Und wenn ihr unter 8 Wiederholungen kommt, dann ist es zu schwer. Dann macht wieder negative. Die nächste Stufe wäre dann mit dem Knie rein. Ich zeige euch das auch wieder vor. Mit dem schönen Knie hier rein. Am besten mit dem Gang. Dann wieder ein bisschen breiter wie schulterbreit. Und wieder die gleiche Prozedur. Und ihr merkt schon, das ist jetzt schon schwerer. Hier kann jetzt natürlich nicht mehr die ganze Kraft vom Band übernommen werden, weil ihr nur noch mit dem Knie drin seid. Und das ist schon eine schwerere Stufe. Ihr könnt auch mit zwei Knien reingehen, ist es wieder ein bisschen leichter. Und mit zwei Beinen sowieso ganz am leichtesten. So, gleiches Ding wieder hier. Wenn ihr mehr wie 15 Wiederholungen schafft, dann könnt ihr an die normalen Klimmzüge rangehen. Wenn ihr weniger wie 8 Wiederholungen schafft, dann macht sie mit dem Fuß. Generell würde ich empfehlen, 3 Sätze, 2-mal bis 3-mal die Woche diese Klimmzüge auszuführen und dann werdet ihr schon 100%ig in 2, 3, 4 Wochen einen Klimmzug auf jeden Fall mindestens schaffen. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, schreibt es mir in die Kommentare, weil dann werden in Zukunft öfter solche Informationsvideos, generell solche Workout-Videos folgen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann, euer Gönjamin. Hey!